Quatro abbracci e un caffè. Appena mi sveglio per guardarti, mi ricordo che ho tutto ciò che serve, la tua mano e la mia mano. Unite e scappiamo mentre il sole scende. Ora andiamo in spiaggia. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute fängt der Daily Vlog an wegen meinem Italienurlaub, meiner Heimat. Ich habe mir heute noch ein paar Videos angeguckt wegen Flugzeugabstürzen. Auf jeden Fall, das wird klappen. Ich weiß nicht warum, aber ich werde immer kontrollieren. Immer. Egal wann, egal wo. Immer werde ich aber nicht auseinandergehen. Gürtel auf, dies, das, egal. Ich muss euch mal erklären, warum ich überhaupt Flugangst habe. Und zwar meine Brüder, ich habe zwei große Brüder. Die haben mir immer so, wer kennt den Film Final Destination? Die haben mir den gucken lassen. Da gab es so eine Szene mit dem Flugzeug. Und seitdem, ehrlich, es geht gar nicht. Okay. Zudem habe ich auch Angst vor Haien. Aber das passiert. Also das passt gar nicht. Aber trotzdem. Okay. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich stehe, ich. Halt die Frist. Wir sind jetzt angekommen in Bologna. Das erste, was ich mache, ist Thai-Küche. Jetzt kannst du hier in der Bar holen. Das könnt ihr mit nichts anderem vergleichen. Außerdem heißt es hier in Italien, anstatt Espresso, ein Kaffee. Also Kaffee wird hier als Espresso bezeichnet. Wir sind angekommen. Hier ist meine Mama aufgewachsen, als sie Kind war. Fängt mein Urlaub an, ne? Pesaro heißt die süße Stadt. Also die süße Stadt, Dorf. Keine Ahnung. Jetzt werdet ihr ein paar Einblicke sehen. So Leute, jetzt sind wir bei meiner, ich sag mal, Kindheitsbar. Ehrlich, diese Bar betrete ich schon seitdem ich 6 Jahre, sogar jünger, mit meiner Oma damals. Ich wurde immer geschickt, Zigaretten zu holen. Und kommt davon mit. Hier gibt es Essen, Cappuccino, Kaffee, es gibt alles. Wer das jetzt nicht kennt, also ihr werdet euch bestimmt jetzt wundern, hä? Pizza? Ja. Es schmeckt einfach göttlich, ehrlich, ich meine es wirklich ernst. Dazu ein Espresso. Und das war immer meine Morgenroutine, das war einfach krass. Und das schmeckt auch krass. Ich wünsche, ich könnte euch das jetzt alle mal zu probieren geben. Das schmeckt einfach zu krank. Darf ich vorstellen, noch ein Lambo Diablo GT, Toyota GTS. Wie ihr sehen könnt, bin ich gut gestattet mit meinem Rucksack. Das ist ein Kühlrucksack, nennt man das auch. Ich habe da kalte Getränke drin und das war's auch. Kannst du mal kurz zeigen, was hier abgeht? Hier bin ich immer draufgestiegen, ist aber dann kaputt gegangen, weil ich drauf war. Wir haben hier zwei Strandabschnitte. In Pesaro. Einmal gibt es hier einen Strand, das nennt man Baia Flaminia. Und den anderen Strand nennen wir Nostro Mare, also mein Meer. Weil ich damals immer mit meiner Oma dahin gegangen bin. Aber seitdem meine Mutter mit ihrer besten Freundin aus der Kindheit hier immer hingegangen sind, sind wir auch ab jetzt immer hier. Alles klar. Ab geht's! Ja, genau. Deswegen bin ich auch Luciano-Fan. Weißt du, wer Pavarotti ist? Ja. Weißt du nicht? Nein. Googelt mal alle Pavarotti. Das hier oben, ich zeige euch das jetzt rein. Da siehst du das sogar. Was? Da, wo ist mein fetter Finger? Da. Da, da, da. Ist sein Haus gewesen, ist leider verstorben. Wer war das denn? Ein Opernsänger, ein sehr berühmter Opernsänger. Alle, die MotoGP gucken, Valentino Rossi kommt auch aus Pesaro. Nur zur Info, ne? Wir sind am Strand angekommen. Ich lege jetzt meine Kamera weg, weil ich muss reinspringen. Ich kann nicht mehr. Ich muss reinspringen.
bin jetzt mit der ganzen Familie essen. Wir sind vom Stand zurück. Was heißt mit der ganzen Familie? Mit meinen. Meine ganze Familie, meine Tante versteht nicht, warum ihr meine Vlogs anguckt, aber. Hilfe, wir gehen jetzt Fisch essen. Aia. Siete voi allacciare la cintura? Aspetta. No, non me la laccio la cintura, però sono piccola. Zia. Ehi. No, io sono piccola, posso. Zia, come puoi? Sì, perché sono me. Non ti interessa perché. Ich habe gerade meine Tante gesagt. Nein. Also auf jeden Fall habe ich gesagt, meine Tante soll sich anschneiden, aber die meint, sie darf das, weil die zu klein ist. Deswegen darf die sich nicht anschneiden. Alles klar. Deutschlehrstunde jetzt, ja? Lehrstunde. Wir lernen Deutsch. Ich lerne Deutsch. Genau. Wie geht's? Gut, und du? Und dir. Ah, und dir. Ja, Fabio, du bist best. Du bist der Beste. Du bist ein Best. Nein, du bist der Beste. Ja, du bist ein Bester. Nein. Ja. Das ist jetzt komplett ernst, ne? Und meine Tante meint das auch komplett ernst. Ihr wollt nicht glauben, wo wir gerade geparkt haben. Aber das ist Standard. Das ist wirklich Standard. Wie wir alle sehen könnt, hier steht Bus. Wo stehe ich? Scemo, mi riprendi la macchina? No! No! Ich habe gerade mitbekommen, dass mein Video werbeunfreundlich ist schon wieder. Also mein Video ist schon wieder werbeunfreundlich, obwohl nichts im Video Schlimmes vorkommt. Ich verstehe es einfach nicht. Kein Plan. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß es nicht wirklich. Ich versuche alles so gut wie möglich immer zu bearbeiten, zu schneiden, dass keine Beleidigung, dass kein Nix. Wenn Maus eine Beleidigung ist, dann keine Ahnung. Mega genervt deswegen. Und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden muss, weil ich bin ein kleiner Typ auf YouTube, also ist so. Ich habe nicht meinen YouTube-Partner, YouTube-Ansprechpartner, was manche haben. Und wenn ich einen Tag mein Video vorher hochstelle und das dann prüfen lasse, das wird nicht geprüft. Erst ab 1000 Klicks wird das geprüft. Also habe ich eh keine Chance. Ich muss jetzt meine Wut rauslassen, deswegen gehe ich schießen. Guarda, non disturbare. Allora, qui qua si è complicato. Poi, senza l'altro, sarebbe stata bravissima. Ich bin sauer. Ich bin sauer, hab ich schon gesagt. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Wir gehen jetzt zum Mercato, übersetzt zum Markt. Da gibt es keine gefälschten Sachen, leider, aber da gibt es halt alles, was mit Textilien, Essen und Essen ist das Wichtigste, zu tun hat. Aber Kleidung gibt es da auch und wir müssen einfach mal gucken gehen. Bis später. So viel Kleidung, hier wird man verrückt, ehrlich gesagt. Aber das ist halt nicht immer mein Geschmack hier, muss ich auch sagen. Weil das ist ein bisschen, also an allen Italiener, ehrlich, an allen Italiener, die das jetzt hier sehen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber die Italiener, beziehungsweise in meinem Dorf ist das so hier, die sind 2000 hängen geblieben, im Jahr 2000. Ich weiß nicht, was sie für einen Style haben, ich, keine Ahnung. Wenn Italien hat Mode, aber nicht hier. Kennst du die neue Marke? In Italien gibt es kein Calvin Klein, sondern nur Klum Klein. Ich muss ehrlich sagen, ich hole immer meine Boxershorts hier. Das ist kein Witz. Also nicht von Klum Klein, aber von Warmer. In die krassen Baumwolle. Rosa. Kein Problem. Geh weiter. Kein Problem. Geh weiter. Geh weiter. Kein Problem. Mister? Ah, gut. Gut, ne? Mister, ne? Number one. Yes, my friend. Okay. Ich verstehe diese Autofahrer nicht mehr, ja. Ehrlich, ich verstehe sie einfach nicht. Mama!
Vaffanculo! Ich versuche ruhig zu bleiben, ne? Aber es klappt nicht. Es klappt nicht. In Deutschland sind die schlimm, ne? Aber hier in Italien, die können alle kein Auto fahren. Nur die Italiener in Deutschland können Auto fahren. Ich zeige euch gleich mal, wie man einen Schirm aufbaut. Scheiße. Oh, was? Ich meine, mein Kanal muss ja auch umfangreiche Tutorials beinhalten. Und das, dazu gehört das halt, ne? So am Strand, wie man Sachen aufbaut. Man, porca miseria, ma vaffanculo. Tut mir leid, ich wollte nicht kurz aus. Leute, lasst es mich wissen, wenn ihr noch die Stadt sehen wollt, wenn ihr noch ein paar Sachen sehen wollt. Was interessiert euch? Was wollt ihr wissen? Wie? Warum? Weshalb? Wir sind jetzt am Strand. Einer der informativreichsten Vlogs, die ich hier aufgenommen habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns im nächsten Italien-Vlog wieder. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, was ihr euch wünscht. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, was auch immer. Und wir sehen uns. Ora andiamo in spiaggia per curarti l'anima. Chiudi la schermata.